Ja, Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück bei Alien Isolation. Also, wir zocken ja mit der guten Ripley und sind auf einen Frachter gelandet. Allerdings sind wir jetzt wirklich völlig auf uns alleine gestellt. Ja, ich weiß auch gar nicht, was jetzt hier alles passieren wird. Ich habe mich ein bisschen mit Leuten kurzgeschlossen und die haben mir auch mittlerweile schon gesagt, was so auf diesem Raumschiff so kommt. Alien-technisch gesehen ist es also ein Xenomorph und wo ich das schon gehört habe, dachte ich mir, scheiße. Ja, wer die Xenomorphs kennt, der weiß ganz genau, was das damit auf sich hat. Also das sind wirklich keine Gestalten, die man unbedingt treffen möchte. Davon gibt es Jäger, davon gibt es Drohnen, davon gibt es Krieger und natürlich auch eine Königin. Und ich weiß nicht, was davon jetzt in diesem Spiel kommt und ob es hier überhaupt eine Königin gibt. Denn wenn es nämlich hier keine Königin gibt in diesem Game, dann heißt es auch, dass dieser Xenomorph schalten und walten kann, wie er möchte. Dann ist er keiner Rangordnung untergeordnet und agiert einfach so nach seinen Instinkten. Das ist ganz, ganz schlimm, denn das bedeutet... Das bedeutet, dass er beispielsweise, wenn er seine Jägerinstinkte aktiviert, dass er auch ganz bestimmte, zum Verstecken halten, ganz bestimmte Leute jagen kann. Das heißt, wenn er mich jetzt beispielsweise im Visier hat, dann wird er mich durchs ganze Schiff jagen. Unabhängig davon, ob da noch 100 andere Leute drin sind, er wird sich auf mich einschießen und seine Aufgabe ist dann für ihn die, dass er mich töten möchte. Das wird extrem krass werden. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Und ich hoffe... Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Ja, das hatten wir schon aktiviert. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Situation wirklich irgendwie rauskommen. Wir haben genug anderes zu tun, als es ist extrem krass. Also, ich weiß auch nicht, was der jetzt für Fähigkeiten hat. Es kann natürlich gut möglich sein, dass er einen menschlichen Wirt hatte. Wenn das der Fall ist... hat er natürlich andere Fähigkeiten, wie wenn es ein Predator ist. Also ich weiß nicht, womit er gekoppelt ist. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht mehr dazu viel sagen. Nur das, dass ich wirklich Schiss bekomme, Leute. Ganz ehrlich. Auf dem Xenomorph habe ich keine Laune. Ehrlich, nee. Und die Dinger sind wirklich krass. Das ist auch überhaupt nicht mehr lustig. Naja, ich habe irgendwas quietschen gehört gerade. Uiuiuiui. Ich kann dazu auch nicht mehr viel sagen. Ganz ehrlich, mir fällt dazu auch nicht mehr viel ein. Wir waren ja jetzt eben gerade da oben, ne? Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt weiterging. Ich glaube aber nicht... Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil ich darüber nachdenken musste, was passiert, wenn wir das Viech begegnen, ne? Ach, da lang müssen wir, alles klar. Oh Mann, ey. Ich freue mich überhaupt nicht darauf. Es gibt Dinge, auf die ich mich mehr freue, als auf ein wild gewordenes Alien, das uns hier jagen tut. Was ist hier los? Hier ist sonst aber nichts drin, ne? Wir müssen wirklich aufpassen, also wir müssen auch auf Geräusche achten. Und das soll echt krass sein bei diesem Game. Also hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir fünfmal überlegt, ob ich das mache, ja? Ich probiere es jetzt einfach. Ja? Ist das eine Art Lagerraum? Sind das hier eine Disco-Kugel oder was? Nein. Ein 3D-Puzzle oder so. Oh Mann, ey. Hätte man mir das bloß nicht gesagt, ey. Dann wäre ich wenigstens noch ein bisschen gechillter gewesen. Was ist das denn? Sieht aus wie so von der Nintendo-Konsole hier immer diese Teile. Aber jetzt bin ich wirklich... Oh, Scheiße. Oh! Auf Action gebürstet. Okay.
Hoffentlich ist nichts in den reingekrabbelt. Da ist eine Sicherheitskarte. Da komme ich aber nicht ran. Wir müssen da irgendwie rein. Wenn wir dann da drin sind, wer weiß, was da kommt. Oh nee, durch so eine Luke. Oh nee. Ich möchte nicht durch die Luke. Ich will hier nicht rein. Lalala. Mann, können wir nicht einfach nach links abbiegen, da raus, die Karte nehmen und wieder uns verziehen? Nein, wir müssen hier überall drumherum wuseln. Oh, der Ventilator hier, ey. Ist überhaupt nicht geil. Ich werde das Spiel auch in nicht kurzen Abständen immer zocken, sondern ich mache das so, dass sie nicht zu lang sind und nicht zu kurz, weil ich kann mir das auch nicht immer antun. Das wird mir dann auch auf Dauer zu heftig. Nee, wirklich, dann lande ich irgendwann echt in der Klapse, Leute. Ich trau mich gar nichts zu sagen hier, ne? Ach, Mensch. Ich will eine Beschwerde erreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist... Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. So niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay. Ja, der Typ scheint wirklich auch in Panik verfallen zu sein. Ich glaube, so würde es mir auch ergehen, wenn ich nicht wüsste, was hier los ist. Aber wüsste er, dass es ein Xenomorph war? Ich glaube, dann würde er noch mehr Panik haben. So wie ich jetzt. Hätte man mir das bloß nicht gesagt. Tür? Ich kann schon gar nicht mehr hingucken, ne? Ich hoffe mal, dass wir dem Viech echt ausweichen können. Also, sollte er uns sehen, sind wir übrigens tot. Das habe ich auch noch gehört. Also, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich kann zwar auch schleichen, aber naja, ich sag mal nichts dazu. Rote Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Leute! Ich hab was gehört. Ich hab definitiv was gehört. Ich gehe hier mal rein. Ich schwöre euch, ich hab was gehört. Über uns. Da ist aber nichts. Und wir müssen auch noch durch diese Tür, ne? Also das wird echt heftig, ich sag's euch. Ja, wenn ich damit fertig bin, ich schwöre euch, ihr könnt mich echt in der Irrenanstalt besuchen kommen. Alte Scheiße.
Die Tür lasse ich erstmal zu. Ich gehe jetzt erstmal absafen. Das ist mir einfach sicherer. Ganz ehrlich. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Ach, das ist ja hier das Absafen. Muss ich einfach wieder nach oben. Und dann an die Konsole. Ja, wir müssen das machen. Wo war denn das jetzt? Irgendwo hier konnten wir doch absafen. Ach, da ist das Telefon. Fühl ich gleich mal meine Mutti an. Ja, Sippo? Ja, Mutti. Du musst für mich weiterspielen. Okay. Du musst aber gegen einen Xenomorph kämpfen. Oh nein, will ich doch nicht. Ich bin manchmal auch sowas von hohl im Kopf, ne? Das merke ich öfter mal so wirklich recht spät, dass das bei mir so ist. Bin halt etwas verpeilt, ne? Ich guck mal, ob hier noch was ist. Nein, ich gehe auch nicht mehr zurück. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Na los, okay. Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Alles klar. Ich hab's verstanden. Also, wenn der jetzt mit uns mitläuft... Gehen wir jetzt endlich los. Ja, dann komm da erstmal hier mit. Ich möchte mich hier nochmal kurz umschauen, ob hier auch nochmal so eine Türen sind. Ich weiß das nämlich nicht mehr. Ich guck jetzt nochmal hier so rein. Weil wenn da tatsächlich noch welche waren, kann ich die eröffnen. Und kann da noch Sachen rausplündern, ne? Wir gucken noch mal kurz nach, Leute. Also ich will auf Nummer sicher gehen. Wenigstens weiß ich, dass ich irgendwie nicht alleine bin. Ja, da ist eine Tür. Man muss ja hier alles prüfen, ne? Also so geht das ja nicht. Und wenn er schon dabei ist... Ich fühle mich jetzt etwas sicherer. Hoffentlich kommt das Alien jetzt nicht. Wunderbar. Können wir hier gleich mal gucken?
Schrott. Mein Inventar ist voll. Sensor. Was können wir eigentlich mit diesem ganzen Schrott anfangen? Mal ganz ehrlich, ich möchte das gerne mal wissen. Ich möchte mal schauen, ob wir da irgendwie was basteln können oder so. Nein, jetzt habe ich wieder die Fackel verwendet. Oh. Das passiert mir immer wieder, ne? Egal. Scheiß doch drauf jetzt. Ganz ehrlich. Wird halt die erste Zeit hart für uns. Wenn wir da nichts mehr sehen können. Aber es ist mir jetzt egal. Ich muss mir das unbedingt mal beherzigen hier, dass ich nicht immer Viereck drücke, ne? Das nervt. Okay, das Inventar ist da voll. Wir müssen mal echt schauen. Ui. Okay. Wir sind jetzt hier. Oh Mann, Mann, Mann. Ey, echt verrückt alles, ne? Wenigstens haben wir hier so eine schicke Karte.